Guten, guten Morgen, meine Lieben. Ja, wenn ihr wieder meine Arbeitsfläche seht, könnt ihr euch vorstellen, entweder Futon oder ein Rezept. Und ich mache ein Rezept für euch. Und zwar, da mein Sohnemann morgen Geburtstag hat, der wird 15, hat er sich eine einfache Schokotorte gewünscht. Und den mache ich jetzt für ihn und ihr dürft live dabei sein. Und zwar war ich dafür gestern ein bisschen einkaufen. Ihr braucht dazu einen Wiener Boden. Das ist der hier. Das ist der dunkle. Und zwar ist das drei Lagen. Der ist dann schon vorgeschnitten. Ihr könnt allerdings auch natürlich selber einen backen. Genau, den kauft ihr. Dann braucht ihr 200 Gramm Schokolade. Da könnt ihr, ich habe jetzt die hier genommen für 49 Cent. Das ist Alpenvollmilch. Ihr könnt aber auch Zartbitter nehmen. Oder ihr könnt natürlich auch Kuvertüre nehmen. Das ist euch überlassen. Dann braucht ihr Sahne steif. Ich schreibe natürlich alles unten genau in die Infobox. Dann habe ich die hier mit. Das sind solche schokolierte Erdnüsse als Verzierung. Dann habe ich Dekoblätter mitgenommen als Verzierung für obendrauf. Schokostreusel als Verzierung. Und Schokogrossis von Nestle. Mal sehen, was ich drauf mache als Verzierung. So, dann braucht ihr noch 6 Becher oder 6 Packungen Sahne, sorry. Und die Sahne müsst ihr jetzt als erstes mit eurer Schokolade schmelzen lassen. Und die müsst ihr dann ein bisschen kalt stellen. Ja. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. So, ich habe jetzt meine Schokolade in kleine Stücke gemacht. Und hier habe ich meine 6 Becher Sahne. Die gebe ich jetzt dazu. Wie gesagt, ich lasse die Schoki jetzt darin sich auflösen. So, ich habe mir jetzt mal einen größeren Topf genommen. Ist ein bisschen fehl gewesen. Der kleine, der reicht nicht ganz. Für die 6 Packungen. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder der ein oder andere und sagt, was? 6 Päckchen Sahne? Viel zu viel Fett? Dann nehmt ihr einfach fettreduzierte Sahne. Nee, ihr müsst ja auch die ganze Torte dann damit einstreichen. Da seht ihr die Schoki. Zwischendurch löst sich so langsam auf. Schön immer alles leer machen. Kostet alles Geld. Sieht man schon, wie sie sich schön auflöst.
erleben, während eure Creme jetzt abkühlt. Oder meine Creme. Habe ich jetzt mal die Sahne steif geöffnet und habe mal den Wiener Boden auseinander gemacht. Also ihr seht, es sind drei Schichten. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Schokocreme drauf gemacht. Ganz einfach aus Nutella. Weil ich noch eventuell ein paar Früchte mit drauflegen will und damit der Boden nicht ganz so durchweicht, mache ich die dann rein, weil es gibt es auch mit Bananen. Ich nehme aber jetzt Nektarinen. Genau. Und jetzt holen wir dann die Creme und dann machen wir die, ich habe jetzt mal nur vier Päckchen Sahne steif und damit im Rührgerät müssen wir dann die Sahne, die Creme steif schlagen. Das tue ich da allein, ich achte bei, sag doch mal Hallo. Hallo. Die ist nämlich krank und die nervt jetzt ein bisschen, wenn man hier was macht, aber egal, kennt der ja schon, ne? Ruhe. Ich habe jetzt die Sahne steif reingemacht und jetzt müsst ihr einfach nur rühren, rühren, rühren. Den Boden habe ich schon belegt mit etwas mit den Mandarinen, damit es nicht ganz so süß ist. Und auf keinen Fall noch Zucker reinmachen, weil durch diese Schokolade ist echt schon ein bisschen süß. Ihr könnt aber wie gesagt auch Zartbitter oder irgendwas benutzen. Genau. So, ihr Lieben. Creme ist fertig und ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Stellt die Creme am besten einen Tag in den Kühlschrank zum Abkühlen. Also bereitet die Creme abends vor, weil das ist das, was ich vorher ausprobiert habe mit der geschmolzenen Schokolade. Und wenn ihr dann hingeht und lasst sie nur eine Stunde oder so abkühlen, dann wird die einfach nicht fest. Deswegen, ich habe da mal was vorbereitet. Lasst es am besten, wie gesagt, über Nacht. Ich wollte es jetzt einfach mal testen und habe zwei Cremes gemacht. Und siehe da, es funktioniert echt besser. Also wie gesagt, das, nö, 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 das. Nur so als kleiner Tipp. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt den Boden vorbereitet und jetzt werden wir darauf die Creme verteilen. Genau. Sorry, jetzt seid ihr gerade ein bisschen abgestürzt. Müsst ihr jetzt echt ein bisschen vorsichtig arbeiten, damit ihr nicht die ganzen Früchte runterholt. Schön glatt streichen. Ich habe jetzt hier so ein, machen wir ein bisschen Werbung für Tupperware. So ein Spachtel, die gibt es aber auch in Edelstahl. So, ich denke, das reicht so. Jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen glatt streichen. Wie gesagt, ich bin kein Meisterbäcker. Oder was auch immer, was sich jetzt wieder einige vorstellen. Ich mache das einfach nur hobbymäßig, das Backen. Und weil sich mein Sohn die gewünscht hat. So, erste Schicht ist drauf. Machen wir jetzt noch ein bisschen glatt, weil sonst kriegt man nämlich nachher einen schiefen Kuchen. Gerade durch die Früchte nämlich auch. Ist der Boden nicht ganz mehr so glatt unten. So.
Jetzt nehmen wir uns den zweiten Tortenboden und legen den schön oben drauf. Und dann geht es gleich weiter. Und so macht er das jetzt mit alle drei Lagen. Und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder. Bis dann. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist der 23. Februar und wir haben 8:09 Uhr. Ja, 8:17 Uhr. Oh, sorry, ich soll ja nicht mehr so ranzoomen. Ihr seht, Chaos, Chaos. Hier mein Fail. Ich bin gerade am Kuchen backen. Und zwar hat mein Sohn morgen Geburtstag. Er wird 15. Mein Mitlaster. Und ich habe euch jetzt gerade erklärt, wie ihr Creme nicht machen sollt. Das ist ein neues Tutorial. Nein. Ich habe mal zwei Varianten probiert. Eine nach dem Rezept und eine nach Erfahrung. Und zwar sollte man die Creme doch über Nacht im Kühlschrank stehen lassen, wenn man sie mit der Schokolade aufgelöst hat und nicht nur eine Stunde. Ne? Ja, hier seht ihr noch Chaos von eben, von der Küche. Und jetzt mache ich den Kuchen weiter. Und ja, wir sehen uns. So, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt. Torte ist fertig. Habt ihr jetzt nach außen rum gemacht. Genau. Und jetzt kommen wir ans Verzieren. Genau. So, dann warten wir noch. Da hinten habe ich jetzt gerade noch ein bisschen den Loch entdeckt. Genau. Als erstes würde ich sagen, nehme ich mir jetzt diese Schoko-Deko-Blätter. Und die sind dann in so einer Form. Und dann mache ich die raus. Und lege jetzt da mal ringsrum eins drauf. Lasst euch immer abstürzen. So. Und jetzt könnt ihr, wie gesagt, nach Belieben Schokostreusel, Schokochips, das hier, wie ihr wollt, ihr könnt alles draufschmeißen. Tja. So, ihr Lieben, ich bin fertig. Guckt an. Meine schnelle Schokotorte. Genau, ich habe jetzt, wie gesagt, noch ein paar Schokostreusel hier rangeschmissen. Ein paar Schokokrussis da. Und so ein paar von diesen. Genau, Erdnüsse. ja. Von diesen hier, von den schokolierten Erdnüssen, mir fällt der Name nicht ein, Mensch. Ja, habe hier noch zwei Ahornblätter in die Mitte gemacht. Und gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, bin zufrieden. Ich denke, mein Sohn auch. Die kommt jetzt in den Kühlschrank. Und dann werden sich die Kaffeegäste morgen freuen. Und ich hoffe, ihr habt euch über das kleine Rezept gefreut. Und seid das nächste Mal wieder dabei. Wäre schön, wenn ihr vielleicht irgendwann mal, wenn ihr Lust habt und schnell mal was für den Kaffee braucht, die Torte nachmacht. Wie gesagt, denkt dran, die Creme über Nacht im Kühlschrank zu lassen. Und vielleicht schickt ihr mir mal ein Bild über Instagram direkt in Nadels bunte Welt. Ich würde mich freuen. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Tschüss und
viel Spaß und guten Appetit. Bis dann.